Wer bist du denn? Ich bin Icke. 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 Und wo ist Jacqueline? Die ist auf Friedensdemo, lässt sich schön grüßen. Ich glaube echt, es hakt. Wir sind hier doch nicht bei Bündnis Nutzlos den Grünzis, wo jeder machen kann, was er will. Das ist immer noch eine hochprofessionelle Satireproduktion mit einer 18-Stunden-Woche. Bei vollem Lohnausgleich. Nur halt ohne Lohn. Und was ist das überhaupt für ein Name? Icke. Na, ist halt meiner. Geht Jacqueline jetzt öfter auf diese Friedenstreiber-Demos? Was du hier siehst, ich soll nur aufpassen auf dich, dass du hier keine Scheiße laberst. Hallo? Ich bin besser qualifiziert als dieser junge Mann hier. Frau Esken, welche eine interessante Sache sollte man definitiv noch über Sie wissen? Außer, dass ich Parteivorsitzende bin und dass ich seit 8 Jahren Bundestags- oder seit 9 Jahren Bundestagsabgeordnete bin. Ja, da ich 61 Jahre alt bin, habe ich wahrscheinlich vorher schon irgendwas beruflich gemacht, und zwar ganz viel. Ich war schon als Paketbotin tätig, als in der Gastronomie. Ich habe als Schreibkraft gearbeitet. Ich war Chauffeurin eines Professors und ich habe Straßenmusik gemacht. Diese bekackten Amateure. Na, das ist ja auch nie so schwer. Die SPD hat halt auch Fachkräftemangel. Aber ist das wirklich ein Mann? Was denn sonst? Achtung! Fuzzis, Jacqueline mutiert langsam zu einer gesichert rechtsextremen Friedenstreiberin. Was sollen wir tun? Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe Friedenstüchtige und Waffenablehner, liebe Kopfschüttler über völlig durchgeknallte Politiker. Fuzzis, ihr müsst jetzt alle ganz stark sein. Denn die beste und beliebteste politische Partei, der Bundesinsolvenz Deutschland, hat ein Mitgliederproblem. 2023 ist unsere alleinherrschende Königspartei Bündnis Nutzlos, die Grünzis, das erste Mal seit 7 Jahren geschrumpft. Fuzzis, das sind alarmierende Zahlen. Ihr wisst alle, was es bedeuten würde, wenn die Grünzis ihre Macht verlieren. So, was denn? Sag mal, hat Jacqueline dir nichts über das Dazwischenquatschen erzählt? Nein, ich frag ja nur. Fragen ist gesichert rechtsextrem. Merkt ihr das? Wenn die Herrschaft spricht, hat der Untertan zu schweigen. Also, die zukünftige Einheitspartei, die wir alle lieben, hat Probleme. Und wir wären keine Fuzzis, wenn wir da nicht helfend zur Seite springen würden. Und ja, ich weiß, ich verlange viel von euch. Schließlich sucht ihr ja bereits unermüdlich nach Schlafschafen und Mohlen. Also, Schlafschafe kenne ich, aber was sind denn bitte Mohlen? Meine Güte, muss ich denn immer wieder bei Null anfangen? Das sind Mohlen. Millionen Menschen in der Ukraine brauchen 40 Millionen Polen und Mohlen. 40 Millionen Polen und Mohlen. Also Fuzzis, wenn ihr neben der Schlafschaf- und Mohlensuche noch Zeit findet und wirklich nur dann, denn schließlich haben Fuzzis ja auch Jobs oder genießen ihren wohlverdienten Ruhestand, dann bitte helft auch dabei, den Grünen wieder zur alter Stärke zu verhelfen. Es gibt für potenzielle Kandidaten nur ein einziges Kriterium. Sie müssen bei totaler Ahnungslosigkeit ein sicheres Auftreten bewahren können. Wie zum Beispiel diese Dame hier. Also früher waren Models auch irgendwie anders. Tja, heute setzt man halt eher auf Talent. Apropos Talent, auch dieser Dame habe ich bereits einen Mitgliedsantrag für die Grünzis geschickt. Warum sagst du eigentlich mal Grünzis? Tue ich das? Ist mir gar nicht aufgefallen.
Liebe Fuzzis, in der SPD greift weiter das Scholzen um sich. Ja, es ist zu befürchten, dass sich das Scholzen zur nächsten Pandemie ausweitet und wir schon bald wieder Einschluss haben bzw. PVC-Masken tragen müssen. Einschluss und PVC-Masken? Ja, junger Mann. Die Älteren von uns erinnern sich daran. Das war eine schwere Zeit für uns alle namens Fledermausier. Fledermausier? Sag mal, haben wir hier ein Echo? Na egal. Auf jeden Fall ist nun eine weitere Parteigängerin der ökosozialistischen SPD am heimtückischen Scholzen-Virus erkrankt. Für was steht denn SPD eigentlich? Also das weiß doch nun wirklich jeder. Na, dann sag doch mal. Für Scholz, Piesackt, Deutschland natürlich. Also, zurück zur grassierenden Scholzung. Jetzt hat es auch die Hüterin der innerstaatlichen Liebe, Nancy Faeser-Schwert, erwischt. Ich finde jedenfalls die Arbeit der Ermittlungsbehörden in den Ländern und auch im Bund sehr gut aufgestellt. In diesem Zusammenhang muss ich darauf hinweisen, Frau Ministerin, dass Sie die Hüterin des Grundgesetzes und damit auch der Meinungsfreiheit sind. Und deshalb die klare Frage, halten Sie es tatsächlich für rechtmäßig, dass eine 16-jährige Schülerin aus dem Unterricht geholt wird und aufgrund einer legitimen Meinungsäußerung, sie hat keinen Straftatbestand begangen erfüllt, sie hat keinen Bußgeldtatbestand erfüllt, sie hat keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dargestellt, von der Polizei ohne Anwesenheit der Eltern eine Gefährderansprache erhält? Oder ist es nicht vielmehr so, dass es sich hier um einen unzulässigen staatlichen Eingriff handelt, der klar verurteilt werden muss? Herr Hess, ich äußere mich nicht zu Einzelfällen, weil ich den Einzelfall nicht kenne. Wenn Sie möchten, schreiben Sie mir einen Brief, weisen Sie darauf hin, wo das passiert ist. Ja, verstörende Bilder. Aber Fuzzis, urteilt nicht zu schnell. Das sind alles nur Symptome der Krankheit. Genau wie bei Olaf fällt nun auch Nancy dem Vergessen anheim. Zum einen hat sie vergessen, dass es in Deutschland ein Mädchen gab, das wegen harmloser TikTok-Videos, in denen unter anderem Schlümpfe enthalten waren, eine polizeiliche Maßnahme erleiden musste. Zum anderen hat sie vergessen, dass wir inzwischen modernere Kommunikationsmittel als Briefe haben. Aber Fuzzis, es besteht noch Hoffnung. Aus der Ferne diagnostiziere ich noch ein Anfangsstadium der Krankheit. Wäre das Scholzen schon weiter fortgeschritten, hätte sie eher gesagt, bitte morsen Sie mir den Sachverhalt. Oder schicken Sie mir einen berittenen Boten. Vergötterte Fuzzis, oft werde ich ja von euch gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Pizza von Dr. Oetker und Annalena Baerbock? Diese Frage macht natürlich absolut Sinn, denn schließlich muss gesichert nachgewiesen sein, dass unsere Außenministerin mehr Qualitäten hat als eine Tiefkühlpizza. Diese Studie ist mir nicht leicht gefallen, denn das eine habe ich zwar ständig im Haus, die andere Gott sei Dank nie. Aber selbstverständlich scheue ich für meine Fuzzis zwar alle Kosten, aber keinerlei Mühen. Deswegen bin ich tief in die Forschung gegangen und kann euch jetzt endlich das gesichert fundiert extreme Ergebnis liefern, das alle Fragen beantwortet. Aber Alter, du bist ja kein Wissenschaftler. Doch. Echt? Was denn für einer? Na, einer, den Wissenschaft. Und jetzt halt die Klappe. Wenn einer schon Icke heißt, ich wusste, das gibt Probleme. Hallo? Wir leben schließlich in einer Demokratie mit Rede und Gegenrede. Ich gebe dir gleich Demoskopie. Diese blöde Gegenrede. Es wird echt Zeit, dass die Faeser-Schwerterziehung greift. Man muss früher anfangen. Ich würde immer schon in Kindertagesstätten anfangen. Demokratieerziehung. In der Kindertagesstätte muss man schon dafür sorgen. Weil man merkt doch, das, was Sie gerade beschrieben haben, was von Eltern vermittelt wird, das kommt doch bei den Kindern an. Die ausgrenzende Meinung kommt durch die Eltern. Und deswegen finde ich es wichtig, dass in unseren Institutionen das frühzeitig schon abgestellt wird. Unsere Zeit ist eine kämpferische Zeit. Sie braucht eine Jugend, die kämpfen kann, die den Sozialismus stärken hilft, die für ihn eintritt, die ihn verteidigt mit Wort und Tat und wenn nötig mit der Waffe in der Hand. Also, jetzt zum Ergebnis meiner Analyse. Was ist der Unterschied zwischen einer Tiefkühlpizza von Dr. Oetker und Annalena Baerbock? Zuerst das Offensichtliche. Die Pizza hat einen Doktortitel. Annalena hat keinen. Dr. Oetkers Pizza hat richtig was drauf. Annalena hat nur Make-up drauf. Die Pizza kostet 3,99 Euro. Annalena kostet uns 17.200 Euro im Monat. Die Pizza schmeckt besoffen sogar noch besser. Annalena ist selbst nüchtern kaum zu ertragen.
Okay, da kann ich nichts dagegen reden. Das macht halt absolut Sinn. Sag ich doch. Gegenrede ist sowieso gesichert rechtsextrem und hat in einer Demoskopie nicht das Geringste verloren. Fuzzis, es ist 23:45. Alle wissen, was die Stunde geschlagen hat. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür auch. Und wenn ein arroganter, untersetzter Mann mit Hängebacken, der aussieht wie Barney Geröllheimer, euch eine Anweisung gibt, dann habt ihr euch gefälligst daran zu halten. Und zwar alle. Ich glaube echt, es hakt. Da haben wir endlich eine Bundesregierung, die gewillt ist, uns denselben Spaß zu bereiten, den unsere Großeltern hatten, und alle maulen nur rum. Letzte Warnung, Fuzzis. Wenn alle immer nur meckern, können wir sowas Schönes wie Krieg halt nicht mehr machen. Ihr wart ja schon alle bei der geilen Pandemie so undankbar. Darf ich da mal was fragen? Hat Jacqueline dir denn gar nichts erklärt? Ah, ich frag einfach mal. Was sagst du denn zu den RKI-Files? Was soll ich dazu sagen? Schön geschrieben. Na, hast du die denn durchgelesen? Jedes Wort. Und, findest du okay? Ja. Also, den Einstieg fand ich ganz okay. Aber hinten raus wird's dann doch etwas dünn. Ah, du hast doch keine Ahnung, was die RKI-Files sind, oder? Jetzt werd mal nicht frech, Aushilfs-Jacqueline. Ich lese extrem viel, aber ich kann mich doch nicht an jeden Science-Fiction-Roman erinnern, den ich vielleicht mal vor Jahren gelesen habe. Na, die RKI-Files sind eigentlich... Papalapap, jetzt lass mal in Ruhe auf den unbezahlten Plätzen. Neulich habe ich Der Schwarm gelesen. Das ist ein gutes Buch. Nicht so ein Kack wie deine sonst was Files. Warte, ich habe mir sogar noch ein Zitat rausgeschrieben. Aus Der Schwarm von Frank Schätzing. Schlimme Katastrophen gerieten in Vergessenheit oder hielten Einzug in die Mythologie. Die Verdrängung war ein Geschenk der Evolution, aber heute ist sie zu unserem Fluch geworden. Immer noch überschaut unser Geist keinen Zeithorizont, der mehr als ein paar Jahre in die Vergangenheit und in die Zukunft reicht. Wenige Generationen und wir verdrängen, ignorieren, vergessen. Außerstande, uns Vergangenes zu merken und daraus zu lernen, sind wir unfähig, die Zukunft zu betrachten. Menschen sind nicht geschaffen, das Ganze zu sehen und ihren Platz darin. Wir teilen nicht die Erinnerung der Welt. Blödsinn, die Welt erinnert sich nicht. Menschen erinnern sich, aber nicht die Welt. Das ist Literatur, verstehst du? In Der Schwarm geht es um eine intelligente Rasse aus dem Meer, die nur aus Einzellern besteht, die sich zu jeder Form zusammenschließen können. Aber das Besondere ist, sie haben ein kollektives Gedächtnis. Sprich, alles, was sie je erlebt haben, jede Erfahrung, jeder Fehler, bleibt für immer in ihrem kollektiven Bewusstsein. Deswegen entwickeln sie sich immer weiter und machen keinen Fehler zweimal. Das wäre was für uns Menschen. Dann gäbe es sicher keine Kriege mehr und auch keine Parteien. Aber die RKI... Jetzt hör doch mal auf mit deinem Schundroman. Lies vernünftiges Zeug. Ich wollte doch nur fragen, warum ein winzig kleines Medienportal wie Multipolar die RKI-Files freiklagen muss und warum das nicht ARD, ZDF und Co. übernehmen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, von was du redest. Liebe Fuzzis, bitte entschuldigt unsere neue Schwachkraft und diesen überflüssigen Exkurs in die Welt der Science-Fiction-Bücher. Zurück zu schöneren Themen.
den Krieg, den uns die Ampel schenken möchte. Echte Abenteuer für echte Kerle, ausgedacht von einer Regierung der Ausgemusterten und Kriegsdienstverweigerer. Und mein besonderer Dank geht hier an die ökosozialistische Grüne Partei der Leistungsverweigerer, die täglich in vorbildlicher Art und Weise für unseren Tod im Raketenhagel kämpft. In keinen Kompromiss zulassen wird, denn er ist fest davon überzeugt, dass das Ganze auf dem Schlachtfeld gewinnt und er interessiert sich nicht für tote russische Soldaten und schon gleich gar nicht für andere tote Soldaten. Deshalb, um da zu einem Frieden zu kommen, muss Putin besiegt werden. Die Situation an der Front ist dramatisch. Wir haben zum Teil ein Verhältnis von 1:10 von schweren Artilleriegranaten. Und das ist kein militärisches Detail, sondern das ist ganz entscheidend, weil es insbesondere auch eine Artillerieschlacht ist. Wir haben auch ein Problem bei den Drohnen, wo die Ukraine nicht genug bekommt. Das heißt, die Situation ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das Beste, glaube ich, was dieses Jahr rauskommen kann, ist, dass der Ukraine gelingt, die Front zu halten und dass dann wir Europäer endlich kapieren, was auf dem Spiel steht. Nämlich, wenn wir die Ukraine nicht ausreichend unterstützen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Putin weitere Länder angreift. Und wenn Putin weitere Länder angreift, kann das bedeuten, dass direkt NATO-Soldaten kämpfen müssen. Noch sozusagen, in Anführungszeichen, müssen wir nur Munition und Waffen zur Verfügung stellen. Das Kämpfen übernehmen die Ukrainer. Aber wenn wir die nicht ausreichend unterstützen, dann muss die NATO selbst kämpfen. Und dann weitet sich der Krieg auf. Und das müssen wir verhindern. Und dafür haben wir noch Zeit, aber dazu müssen wir jetzt endlich in die Puschen kommen. Ob Herr Hofreiter auch in die Puschen kommt? Schließlich wurde er ja ausgemustert, weil ein Bein 4 cm kürzer war als das andere. Naja, Hauptsache er kommt in den linken Puschen. Der rechte Puschen ist ja sowieso gesichert rechtsextrem. Oder was sagst du, Schwachkraft Icke? Ich sage ja nur, dass Jacqueline mich vorsorglich vor deinem Niveau und Humor gewarnt hat. Also mich kann so schnell hier ja nicht schocken. Das freut mich. Ich möchte ja, dass meine Schwachkräfte sich wohlfühlen und möglichst lange unbezahlt für mich arbeiten. Schließlich haben wir hierzulande einen akuten Schwachkräftemangel. Aber weiter im Text. Denn jetzt kommt die Sensation. Die liebenden Gutmenschen aus der Partei der ultimativen Eskalation tun zwar alles dafür, dass wir einen Krieg erleben dürfen. Und wer wünscht sich das schließlich nicht? Zerstörte Städte, traumatisierte Bewohner, abgetrennte Gliedmaßen, Tote in Familien- und Bekanntenkreis. Die kriegsgierigen und gewaltbereiten grünen Menschenfreunde wollen aber selbst zurücktreten und uns die ganze Freude überlassen. Das ist natürlich nicht fair, dass wir den ganzen Spaß alleine haben. Die Ängste, die Schmerzen, die Verluste in der eigenen Familie, die Prothesen. Deswegen habe ich mir als liebender und achtsamer Fuzzi überlegt, wie wir unsere grünen Freunde auch ein wenig teilhaben lassen können, während wir in den Kriegen sterben, die sie uns eingebrockt haben. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie unsere glutenintoleranten grünen Freunde auch mitmachen könnten. Natürlich weit hinter der Front. Oder sie könnten sich im Katastrophenschutz zum Beispiel bei der Feuerwehr engagieren. Das ist aber auch nicht ungefährlich. Ich meine natürlich nicht die richtige Feuerwehr, sondern die grüne Waldorf-Feuerwehr. Guck. Das Telefon schnell bei der Feuerwehr. Eine Stimme sagt, kommt bitte ganz schnell her. Sie steigen in ihr Auto ein und schalten dann das Blaulicht ein. Und schalten dann das Blaulicht ein. Tatüta, tüta, tüta, tüta. Ja, tüta, 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 tüta. Sie steigen in ihr Auto ein und schalten dann das Blaulicht ein. Und schalten dann das Blaulicht ein. Yes! Wuhu! Liebe Fuzzis, kommen wir nun zur größten aktuellen Bedrohung hierzulande. Ja, genau. Ich suche nebenher auch schon lange eine Wohnung. Wie meinen? Na, du willst doch bestimmt über bezahlbaren Wohnraum sprechen. Nein. Über Kinderarmut? Nein. Die Deutsche Bahn, den Medikamentenmangel, die Kriminalität, die Energiepreise? Jetzt hör doch mal auf mit diesem Geschwurbel, du Pisa-Schwachkraft. Das sind doch alles nur rechte Verschwörungstheorien, die unsere blühenden Landschaften in den grünen Morast ziehen wollen. Womit wir auch beim Thema wären. Die größte Gefahr für unser bestes Deutschland aller Zeiten droht ganz klar von rechts.
Deswegen tue ich genau das tun, was die Frau mit den kalten Augen sagt. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und ja, Fancy Naserschwert, ich habe wieder einen dieser Demokratiegefährder entdeckt, der toxisches rechtes Gedankengut verbreitet und den Staat verhöhnen tut. Und Eis-Eis Nancy, du wirst nicht glauben, wo. 35%, überproportional hoch. Das ist auch das, was die Kollegen vom Wall Street Journal vor einiger Zeit in einem sehr lesenswerten Stück mal zusammengetragen haben und sagten, das sind die zwei großen Themen in Deutschland, die diese deutsche Gesellschaft so zerreißen. Nämlich, dass du auf der einen Seite Rekordzuwanderung hast und gleichzeitig die Leute aber nicht in den Arbeitsmarkt kriegst, also Arbeitermangel hast. Und auf der anderen Seite treiben aber die Leute, die hinzukommen, die Kriminalitätsstatistik. Das ist Fakt. Ja, und es ist auch nicht rassistisch, das zu sagen. Das muss man einfach mal klar und deutlich aussprechen. Erschütternd, oder? Selbst der schöne Markus ist ein toxischer Rechter, der nur Hass und Hetze verbreitet. Dabei dachte man doch immer, der Lanz, der kann's. Hey, das verstehe ich nicht. Ich dachte, der sagt doch die Wahrheit. Wahrheit, Wahrheit, Klospülungskette. Darum geht es doch gar nicht. Aber um was geht's denn an? Na, darum, dass die Ampel wiedergewählt wird. Wofür zahle ich denn keine Gebühren? Was sollen denn diese armen Menschen machen? Da hat doch keiner was gelernt. Die fallen doch ins Bodenlose. Oder willst du etwa Bilder wie diese sehen? Einzigartige Fuzzis. Aus gegebenen Anlass jetzt mein Wort zum Sonntag am Freitag. Heute zum Thema Ausländerfeindlichkeit. Liebe Fuzzis, ich glaube nicht an Ausländerfeindlichkeit. Ein Ausländerfeind könnte sich ja immer nur in Deutschland aufhalten. Denn überall sonst wäre er ja selbst Ausländer. Ein Ausländerfeind würde weder Pizza noch Sushi essen, er hätte kaum Freunde, weil er ja immer erst den Stammbaum bis in die x-te Generation hinterfragen müsste und er hätte ein sehr armes Leben, denn er würde sich selbst die Größe und Vielfalt dieser Welt verwehren. Wie viele Menschen kennt ihr, die wirklich so sind? Ich kenne keinen. Aber ich kenne viele Menschen, die problemfeindlich sind. Und natürlich ist es ein Problem, wenn unsere Regierung es nicht schafft, 300.000 Menschen zurück in ihre Länder zu schicken, die hier nicht sein dürfen. Einfach, weil unsere Gesetze das besagen. Und es ist natürlich ein noch größeres Problem, dass unsere Regierung, inklusive Nancy Faeser, möchte, dass 54.000 davon sofort gehen, es aber nicht schafft, das umzusetzen. Das zu kritisieren ist mehr als legitim und ganz sicher nicht ausländerfeindlich. Denn wenn unsere Polizei Zeit für Schlumpfvideos hat, dann gibt es ja scheinbar noch Kapazitäten. Aber wie ausländerfreundlich ist es, Menschen hierher zu holen und sich dann nicht um sie zu kümmern? In ein Land ohne Wohnraum, mit immensen Preisen, mit schlechtem gesellschaftlichen Zusammenhalt und beschissenem Wetter. Wie human ist es, alle Warnungen der Kommunen zu ignorieren, dass man Menschen nicht mehr menschengerecht versorgen kann und trotzdem immer weiter zu planen, wir haben Platz? Menschen für eine beschissene Ideologie zu missbrauchen, ohne Herz und Verstand? Ist das human? Ist das freundlich? Nein, ich glaube nicht an Ausländerfeindlichkeit, aber ich glaube an Menschenfeinde, denen Menschen aller Nationen völlig egal sind, denen es nur um Macht geht und die dafür alles auslöschen würden. Sogar den gesunden Menschenverstand. In diesem Sinne. The serpent tricked Eve. God cursed him and said, "You shall crawl on your belly and eat dust all the days of your life." He was the original dirt devil. Can I get an amen? Can I get an amen? Liebe Fuzzis, jetzt müssen wir ein bisschen umbauen für unser Fuzzi-König-Interview. Wir haben nämlich einen neuen Fuzzi-König aus dem schönen Leipzig. Mehr will ich gar nicht erzählen. Wenn ihr auch Fuzzi-König werden wollt, geht bitte auf eBay, gebt Medienfuzzi ein, da läuft unsere aktuelle Auktion oder folgt dem Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit unserem neuen Fuzzi-König.
Lieber Falco, du bist heute mein Fuzzi-König geworden. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Du hast mir nicht das Geringste über dich vorab erzählt. Ich bin völlig blank. Deswegen frage ich ganz frei in den Raum, Falco, wer ist mein Fuzzi-König? Wer bist du? Wo bist du? Was machst du? Ich bin eigentlich Bexer. Mit Falco kennt kein Arzt. Ja, ich bin Bildes Ehrenberg, das ist von Leipzig erobert worden irgendwann mal. Also Leipzig. Ja, was mache ich? Ich studiere seit fast 60 Jahren das Leben mit wechselndem Erfolg. Ja, nebenbei mache ich Internetseiten, versuche Computer zu reparieren. Meistens funktioniert es, lege mal Musik auf und naja, man schlägt sich so durch. Okay, also nenne ich dich Bexer. Genau. Du bist König, König Bexer der Erste. Fuzzi König Bexer der Erste. Das ist Wahnsinn. Übrigens, ich habe Hutgröße 56 wegen der Krone. Also müssen wir nochmal. Ja. Apropos Krone, du hast vollkommen recht. Ich, selbstverständlich gebührt dir die Ehre. Du bist jetzt Bestandteil der Fuzzi-Deko. Da hast du dir ja quasi die Krone selber schon aufgesetzt. Ja, das war mal ein Schutzumschlag für einen Blumenstrauß. Da man mir gesagt hat, ich kann alles auf den Kopf tragen, ich habe Mutgesicht. Mach mal. Aber, Bexer, ich muss dich fragen, was ist denn da in deinem Mund? Das ist ein Dekostück aus alten Zeiten. Ja. Also das, was die Regierung reich gemacht hat mit Tabaksteuer, das habe ich dann nochmal vorgezeigt, dass man das sieht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil du weißt ja, Rauchen tötet. Ja. Irgendjemanden. So, Bexer, jetzt kommst du aus dem schönen Leipzig, das ich sehr schätze, da bin ich auch öfters. Ja. Und ich sage ja immer, der Osten ist unsere Zukunft, weil ich das Gefühl habe, dass viele Dinge sehr beunruhigend laufen in diesem Land und dass im Osten dafür eine größere Sensibilität vorhanden ist, weil ihr einfach über völlig andere Erfahrungen verfügt, als wir hier im Westen. Was denkst du? Wie denkt der Osten, wie fühlt sich der Osten gerade unter der Ampel? Wie in der DDR. Kurz. Okay. Schmerzlos, wie in der DDR. Wir haben sehr vieles, was sich so gleicht. Was vor 89 so war, was jetzt so ist. Wie das mit der Stasi so lief und wie das jetzt mit Verfassungsschutz und sowas läuft. So ähnlich zumindest. Man kann es ja nicht so direkt vergleichen. Wir hatten kein Westgeld, jetzt haben wir es. Ja, aber was und wie empfindest du das Verhältnis so Wessis-Ossis? Ich hatte immer das Gefühl, dass das kein Thema mehr ist eigentlich. So, als die Wende kam, war ich 19, 20 und spätestens 10 Jahre später gab es diesen Unterschied irgendwie gefühlt nicht mehr. Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt wieder spaltet? Ja, es soll alles gespaltet werden. Also wir sind wie ein großes Stückchen Holz und da werden kleine Späne draus gemacht. Nee, also ich habe da kein Problem damit. Also ich kenne Leute, die kommen aus Nürnberg, ich kenne die Leute, die kommen aus Hamburg und mit denen verstehe ich mich ganz gut. Gut, die wohnen in Leipzig, also muss es wohl in ihrer Heimat nicht so schön sein. Ja, ich sage schon, eines Tages bauen wir die Mauer wieder auf und machen aus dem Osten das Paradies der Vernunft. Ja, das hatte ich auch irgendwie. Im Osten ist dann die Freiheit und im westlichen Teil dann die Sicherheit. Ja. Ja. Und im Westen sind dann die vielen Geschlechter. Ja, naja, da muss man Abstriche machen. Wir haben nicht so viel. Hatten wir auch früher nicht. Jetzt sind ja bei euch bald Wahlen in Leipzig, schon im Sommer. Was denkst du denn, wie wird das ausgehen? Also jetzt mal unabhängig von all den Umfragen, du bist mit Sicherheit mit vielen Leuten in Kontakt. Ja. Wie wird so geredet, wie wird so gedacht? Was wird passieren? Also die Leute, die uns in die Scheiße geritten haben, die werden nur von ihren Anhängern die Stimmen kriegen, also diese bezahlen. So die Beamten und sowas, die auch gegen rechts auf die Straße rennen. Die setzen ja Kreuz bei der Ampel, wie immer.
rufen laut mehr und gehen nach Hause und die anderen wählen halt was anderes. Was? Weiß ich nicht. Sehr gut. So, ich habe immer das Gefühl, wie wir auch schon gesagt haben, wir sind zutiefst gespalten, wir sind eine zutiefst gespaltene Nation, wir sollen aber trotzdem alle kriegstüchtig werden und bald voller Nationalstolz in den Krieg ziehen gegen übermächtige Feinde, was ich als Idee schon völlig absurd finde. Aber was denkst du, wie kämen wir jemals raus aus dieser Spaltung? Du bist ein Fuzzi-König, du sprichst mit mir, ich sprich mit dir, Fuzzis sprechen generell mit allen. Wie können wir diese Spaltung überwinden? Hast du irgendeine Idee? Love, Peace and Harmony, also alle zusammen ein Bierchen trinken. Gut, jetzt kann man sogar noch einen Joint dazu einnehmen. Einfach miteinander reden und nicht schreien, mit dir rede ich nicht. Da gibt es genug, die das sagen. Einfach mit ihnen reden. Egal, ob der Stroh dumm ist, ist egal. Mit dem Bierchen lässt sich das irgendwie wegziehen. Aber ist das in Leipzig noch so? Hast du das Gefühl, dass da die Leute noch miteinander reden? Auch rechts mit links, jeder mit jedem? Oder ist da auch schon sehr viel Spaltung? Naja, dadurch, dass wir hier eine sehr starke, gut bezahlte Antifa haben, ist das immer so, die reden nicht mit jedem. Ja. Mal, mit meinen bunten Klamotten, da tauche ich irgendwo auf und stelle denen Fragen, aber so richtig ist da nichts dahinter. Wenn man die fragt, was ist denn eigentlich, ihr seid doch immer gegen die Faschisten, was ist denn eigentlich ein Faschist? Da kommt noch lange rumschlurren, naja, das sind die anderen, das sind die anderen. Ja, kommt man auch nicht weiter. Na gut, aber wenigstens, man redet wenigstens mal zusammen. Die Faschisten sind immer die anderen. Ja. Worum sich niemand kümmert oder was niemand lesen oder wissen möchte, Faschismus, der Kern des Faschismus ist das Übermenschentum. Sprich, ich fühle mich besser als andere. Das ist der Kern des Faschismus immer schon gewesen. Es ist nicht Ausländerfeindlichkeit, es ist nicht Antisemitismus, es ist nicht Militarismus oder sonst was. Es ist immer nur das Übermenschentum. Ein paar Menschen bündeln sich um eine Meinung und fühlen sich besser als alle anderen. Das ist Faschismus. Und der ist weder rechts noch links. Aber darum, so weit will sich niemand einlesen in dieses Thema. Bexer. Also bleiben wir dabei, das sind eben die anderen. Ja, das sind die anderen. Mit denen wir dann irgendwann gemeinsam kriegstüchtig sein sollen. Ich sag mal so, ich habe mir bei eBay ein Elektropanzer bestellt. Da muss ich nicht an die Front, da komme ich nicht mal vom Hof. Außerdem habe ich mir als extra Zusatz noch Rückspiegel bestellt, damit ich auch mal die Front beobachten kann. Ich sehe, du hast die richtige Einstellung, mein Lieber. So, als amtierender Fuzzi-König gebührt dir das Schlusswort. Gibt es etwas, was du den Fuzzis mit auf den Weg geben möchtest? Ja, eine Frage, die mir gern mal beantwortet werden müsste. Also du sprichst ja das Wort zum Sonntag, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Was ist, wenn ein Katholik auf eine Demo geht? Ist er dann ein Protestant? Ich habe noch nie eine richtige Antwort drauf gekriegt. Der Religionsbeauftragte der Band Loses Giffelgemeinschaft hat mir bloß gesagt, ist ganz einfach. Der Katholik geht auf keine Demo. Ist nicht gottgefällig. Mehr wüsste ich nicht. Aber vielleicht weißt du oder vielleicht weiß einer unserer Untertanen etwas mehr darüber. Wir geben das in die Fuzzi-Gemeinde. Ist ein Katholik auf einer Demo dann ein Protestant? Ja. Ich habe nur mitbekommen, wenn wir über Protestanten sprechen und die evangelische Kirche, es gibt einen Pastor, ich habe den leider jetzt den Namen vergessen, der ist gerade ausgeschlossen worden aus der Kirche, weil er als Parteiloser für die AfD kandidiert, irgendwo. Und das fand ich deswegen so verstörend, weil wir ja alle wissen, dass die Kirche große Probleme hat mit Kindesmissbrauch, sich dort immer extrem schwer getan hat, jemanden aus der Kirche dann zu verweisen. Also es ist scheinbar schlimmer, als Parteiloser für die AfD zu kandidieren, als andere Dinge.
Naja, solange wir nicht ans Kreuz genagelt wird oder auf den Scheiterhaufen, da ist das doch noch machbar, lösbar. Ja, beschreib's nicht, mein Lieber. Ich bin doch so schmerzempfindlich. Eine Frage habe ich. Mutwechsel. Ja, hau rein. Wenn man ein Atheist, du weißt ja, ein Atheist, was das ist. Atheist, einer. Ja, klar. Ja, ja. Wenn man den mit einem Zeugen Jehovas kreuzt, was kommt da raus? Ja. Ich weiß das. Na, einer, der grundlos bei den Leuten an der Tür klingelt. Nur für so viel dazu. Ja. Weißt du, dass Olli Pocher ein Zeuge Jehova gewesen ist? Nee. Ja, Olli Pocher war Zeuge Jehova. Seine Eltern sind es heute noch. Ja, ja, der hat schon so breite Finger zum Klingeln. Er hat die Hartnäckigkeit da gelernt, sagt er immer. Unglaublich. Gut, mein Lieber. Wir hatten ja damals im Bühnenbau, das hatte ich als Strafmaßnahme mir gedacht, die standen immer mal bei uns vor dem Büro mit ihrem Wachturm. Dann habe ich mir so einen Wachturm mal geben lassen. Und jemand, der irgendwie beim Bühnenbau Scheiße gebaut hat, da musste sich dann eine halbe Stunde mit Wachturm draußen vor der Tür stellen. Und den Leuten irgendwie was von Gott erzählen. Das lief natürlich nie, aber das sah schon lustig aus. Also war Disziplin. Ja, die sagen ja auch den Weltuntergang vorher. Waren das die Zeugen Jehovas oder die Scientologen? Ich krieg das immer durcheinander. Oder waren es die Klimakleber? Eigentlich sagen alle den Weltuntergang vorher. Ja, ja, ja. Ja, ich sag das ja auch, aber nur damit ich mal freikriege, um in die Kneipe zu gehen. Guck mal, lieber. Wechsel, schöne Grüße nach Leipzig. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Dein Bild steht hier und dieses Bild geht um die Welt am Freitag. Es mache die Welt gut. Ich danke dir, mein Lieber. Okay, mach gut. Achso, das war ein. Ich hatte gerade ein Bier bestellt. Achso, ja, pass auf, mit Fingern muss man aufpassen heutzutage. Ja, ich mache sonst immer so, aber zwei wollte ich nicht haben heute. Ja, das ist auch noch zu früh. Bis dann. Okay, bis dann. Tschüssi, ciao. Liebe Fuzzis, das war unser Fuzzi-König. Und du, ja, genau du, wirst nächste Woche mein neuer Fuzzi-König sein. Geh jetzt einfach auf eBay, gebe Medienfuzzi ein und schlag zu. Oder unterstütze uns mit einem Like, einem Kommentar, einer Teilung oder einer kleinen Spende. Denn du weißt ja, Spenden ist wie Liebe machen, bloß ohne Ärger, 10 Monate später. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Geht doch mal wieder auf ein Konzert und gönnt euch einen Schluck. In diesem Sinne. Bei 100.000 Followern gewinnt der FC Bayern München die Champions League. Oder nicht?